Deutschland fährt zur EM 2020. Jetzt geht's gegen Nordirland im letzten Gruppenspiel um den Gruppensieg. Und unterschätzt mir die Nordiren nicht, denn da können euch die Holländer ein Liedchen von singen. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Jo. Ja, Radek, gleich 3 von 4 Halbzeiten konnte Nordirland unentschieden gestalten gegen Holland und in der 4. haben sie 3-1 verloren, deshalb sind sie eigentlich so gut wie draußen, genau genommen sind sie draußen und jetzt schauen wir mal trotzdem, wie sie sich im letzten Spiel präsentieren, aber es geht erstmal los am 18. November mit dem Spiel einer anderen irischen Mannschaft gegen Dänemark. Ja, wie viele irische Mannschaften gibt es denn da? Also zumindest die Republik von Irland im Heimspiel gegen Dänemark in dieser Gruppe D, die ja so unfassbar heiß ist. Und da blicken wir jetzt erstmal auf die Tabelle vor diesem letzten Spieltag. Die Dänen führen mit 15 Punkten, können aber durch eine Niederlage gegen Irland, weil der direkte Vergleich zählt, noch abgefangen werden und wären dann quasi draußen. Und die Iren bei der EM, die Schweiz spielt sowieso gegen Gibraltar. Da, ja, haben sie alles zu verlieren, sagen sie. Aber wer glaubt schon dran, dass die Schweizer dieses Spiel dann nicht gewinnen? Deswegen die Schweizer wohl sicher bei der EM. Und dann der Sieger aus diesem Spiel, also die Iren müssen gewinnen. Und die Dänen, ja, denen reicht eigentlich ein Unentschieden. Ja. Werden sie mauern vielleicht? Es ist verrückt, wenn du mal die Tordifferenz anschaust. Irland 6 Tore, 4 Gegentore und Dänemark mit 22,5 eventuell nicht dabei. Also allein schon wegen dem Danish Dynamite Offensivfußball bin ich ganz klar auf Seiten der Dänen. Irland, die haben ein paar Verletzte, auch Sperren habe ich gesehen. Die letzten 2 Spiele, wo sie eigentlich gegen Georgien und Schweiz sich besser hätten positionieren können, mehr oder weniger verkackt. Und die Quoten dafür, dass Irland eigentlich Vollgas geben muss, gar nicht mal so sehr verteilt. Also von der Quotenverteilung ist Dänemark doch deutlicher Favorit. Was soll ich hierzu sagen? Tore erwarte ich sehr, sehr wenig. Also allein, warum sollte jetzt Irland auf einmal 2-3 Tore schießen, wenn sie es in 10 Spielen quasi nicht geschafft haben? Mhm. Und Dänemark wird auch nicht offensiv spielen, oder? Die haben es nicht nötig. Nee, auch wenn sie 22-5 Tore haben. Aber andererseits ist es natürlich besser, man schießt erstmal ein Tor, dann wird es für die Iren so gut wie unmöglich, dass sie noch was reißen. Ja. Und die Qualität haben die Dänen natürlich. Deswegen haben sie ein Torverhältnis von 22-5. Aber ja, ich würde hier eher wie du mit den Dänen gehen. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass die Iren dieses Spiel gewinnen. Aber der Haken daran ist, die dänische Quote ist zwar mit 2,4 für Sieg, wenn man daran glaubt, relativ gut. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass das Spiel einfach dann unentschieden ausgeht und die Dänen halt so hoch springen, wie sie müssen. Andererseits ist das wahrscheinlich nicht gut für den Blutdruck und fürs Herz, wenn sie es zu spannend machen und dann doch vielleicht einfach auf Sieg spielen. Weil, seien wir uns ehrlich, die sind halt einfach besser als die Iren. Und naja, da reizt mich einfach dieses Asian Handicap von minus 0,25 auf die Dänen einfach am meisten, weil beim Unentschieden verliert man die Hälfte vom Einsatz, aber wenn die Dänen gewinnen, hast du eine Zweierquote. Dabei? Da bin ich dabei. Eine 0,25 plus auf Dänemark, das sehe ich jetzt hier gerade nicht, ist wahrscheinlich die Quote nicht ganz so interessant mehr. Oder Asian Handicap 0, das würde ich gerne noch sehen. Ja, eine 1,4, das ist zu schlecht. Bin ich dabei. Also wir sind uns beide einig, Dänemark ist besser und kommt hoffentlich weiter. Und jetzt muss ja die Schweiz gegen Gibraltar gewinnen. Stolpern die sich zum Sieg, gewinnen sie hoch. Aber schaut euch mal die Quote an. Für mich nicht interessant. Genauso wenig Schweden, Färöerinseln, Spanien, Rumänien. Könnte man vielleicht sagen, die Rumänen stellen Spanien hier ein Bein. Aber ist jetzt auch nicht das, was wir thematisieren wollen. Griechenland, Finnland, da könnte es nochmal interessanter werden, was die Quoten betrifft. Haben die Griechen hier mit 2-1 natürlich den Heimvorteil auf ihrer Seite, aber die Finnen sind natürlich auch schon hier qualifiziert für die EM, was wirklich eine einmalige Geschichte ist, also erstmalige Geschichte für die Finnen.
Und warum sollten sie jetzt nach Griechenland fahren und sich dann gleich mal irgendwie abschießen lassen? Oder ja, deswegen finde ich diese Finnenquote durchaus interessant. Dann lass uns doch einmal das Asian Handicap anschauen. Ich vermute mal, Jari Littmann spielt nicht mehr bei Finnland. Das ist jetzt so der, der mir als erstes einfällt. Und Lukas Radetzky, der Torwart von Bayer Leverkusen, ist der finnische Nationaltorwart. Ob der spielt, ja. Wie gesagt, die Finnen haben sie nicht mehr wirklich nötig, weil sie ja schon qualifiziert sind. Aber wie gesagt, die haben ja natürlich auch eine finnische Ehre zu verteidigen in Griechenland. Und warum sollten sie das? Ja, und Griechenland hat jetzt auch nicht unbedingt so viel, wofür sie unbedingt gewinnen müssen. Und bei Finnland ist vielleicht eher der Stolz, dass sie es geschafft haben dabei. Also ich finde und die Klasse. Finnland plus 0,5 nicht uninteressant, auch wenn ich da ein bisschen jetzt enttäuscht bin von den Quoten, wenn du überlegst, dass ein reiner Finnensieg eine Vierer gibt. Aber ja. Plus passt schon noch. Kann 0,5. Man eintüten. Ja. Nehmen wir mit. Und dann haben wir natürlich die Niederländer gegen Estland. Die müssen ja auch gewinnen hier unbedingt. Naja gut, sie brauchen ja auch Schützenhilfe von den Deutschen vielleicht. Aber das sind alles nicht die Spiele, die wir uns in den Fokus nehmen wollen. Wir werden dann noch auf Deutschland, Nordirland zurückkommen, aber ich würde gerne Wales gegen Ungarn vorweggreifen, weil da geht es auch noch um was. Und zwar ebenfalls eine der beiden Mannschaften kann bei der EM 2020 sein. Für die Ungarn wäre das natürlich eine Sensation. Dazu müssten sie einfach hier unentschieden spielen gegen Wales. In Wales. Why not Ungarn? Also meine Sympathie haben sie. Ich kenne mehr Ungarn als Waliser, unter anderem unseren Top-Fan Ferry. Und von daher würde ich den Ungarn das absolut gönnen. Kann auch ein bisschen ungarisch, muss ich sagen. Aber vor allem stehe ich auf die Paprikas und Salamis. Du müsstest ein bisschen runterscrollen, dass man die Tabelle sieht. Ja, sorry. Besonders kurios, wäre mal interessant zu wissen, wenn es unentschieden ausgeht, dann ist ja Ungarn weiter, wie du gesagt hast, dann könnte doch Ungarn wahrscheinlich die erste Mannschaft sein, die es mit einem negativen Torverhältnis in die Endrunde schafft. Also auch eine kuriose Side-Bet quasi. Gab es das noch nie? Kann ich mir nicht vorstellen. Da bist jetzt aber gut informiert, also. Ja, normalerweise gibt es doch immer ein, zwei Teams, die man komplett abschießt. Aserbaidschan wäre das in dieser Gruppe, aber das hat Ungarn offensichtlich nicht ganz geschafft. Ja, da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus, denn die Aserbaidschaner werden vielleicht auch noch ein Zünglein an der Waage sein, denn lass dieses Spiel mal unentschieden ausgehen, haben dann nicht die Slowaken sogar noch eine Chance, sich zu qualifizieren mit einem Sieg gegen Aserbaidschan, Stichwort besseres Torverhältnis, als dann die Ungarn, die dann 13 Punkte hätten, dann wäre der direkte Vergleich wieder entscheidend in der Gruppe. Und da muss ich jetzt zugeben, kenne ich mich zu schlecht aus, um das beurteilen zu können. Also verrückte Konstellation, kann ganz viel passieren. Also schauen wir doch einfach mal, Ungarn-Slowakei, da ist mein Pulli oder mein Arm in der Nähe, Slowakei gewonnen, sehr, sehr spannend, und Wales-Slowakei unentschieden. Dann müsste man noch wahrscheinlich ein paar Quervergleiche machen, aber du könntest komplett recht haben. Eigentlich muss Ungarn genauso wie Wales auf Sieg spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Denn Slowakei, jetzt schon besseres Torverhältnis als die Ungarn, wird hoch gewinnen. Oder zumindest 2-3-0. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Mhm. Und dann wird es hier interessant. Zum einen entweder Asian Handicap irgendwas plus auf Ungarn, also Außenseiter. Oder wir gehen davon aus, dass das ein richtiges Schützenfest wird. wenn man die Quoten anschaut, kommen die uns auch entgegen. Wenn auch natürlich die bisherigen Ergebnisse dafür verantwortlich sind, dass die Quoten so sind. Aber wir haben es gesagt, die müssen kommen, die müssen Tore schießen. Also über 2,5 Tore. Ich gehe von einem 5-5 aus. Ja, sehr geil. Also und wenn das stimmt, dann werden alle jetzt, dann fällt allen Ungarn jetzt die Paprika aus dem Mund. Aber
Es ist natürlich, ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es hier mehr als zwei Tore gibt und dann ist das eine absolute Top-Wette in einem Spiel, bei dem es für beide einfach um alles geht. Es wäre für Wales weniger eine Sensation, die waren schon mal dabei, aber es ist ja trotzdem einfach ein kleines Land und Ungarn für die, weiß ich jetzt nicht, ob die schon mal bei der EM waren, aber zumindest nicht seitdem ich auf der Welt bin. Und von daher wäre das für die einfach schon was Besonderes, nehme ich mal an. Dann in der Gruppe eben das angesprochene Spiel der Slowaken gegen Aserbaidschan. Die Slowaken müssen hoch gewinnen, werden hoch gewinnen und dann ist es ja wirklich interessant. Asian Handicap minus 1,5 auf die Slowakei, die ja noch zu Hause spielt mit einer 1,89. Eigentlich die beste Wette des Tages für mich und das logge ich gleich mal so ungefragt ein, damit wir hier auch ein bisschen Zeit sparen und dann jetzt uns auch noch dem Deutschlandspiel widmen können gegen die Nordiren. Ja, Deutschland 4-0 jetzt gerade gewonnen gegen die Weißrussen. War dann offensiv in der zweiten Halbzeit doch schon deutlich besser. Jetzt gegen Nordirland, wie du gerade gesagt hast, von der Tabellenkonstellation muss oder sollte Deutschland gewinnen, dann sind sie definitiv Erster. Wenn sie unentschieden spielen, hätte Holland oder die Niederlande den besseren direkten Vergleich, würde also auch noch bei einem eigenen Sieg, den sie erringen werden, gegen Estland Deutschland überholen. Im Hinspiel hat Deutschland sich schwer getan, erst auch in der Nachspielzeit eigentlich das 2-0 geschossen. War ein Spiel, in dem das Ergebnis ein bisschen den Spielverlauf kaschiert. Ich denke schon, dass Nordirland einige Großchancen hatte in der ersten Halbzeit, aber Manuel Neuer hat da wirklich hervorragend gehalten und uns im Spiel gelassen. Also Sieg Deutschland, ja, aber ich vermute, es wird ein knappes Spiel. Mhm. Also für mich ist das ein dreckiges 1-0, weil... Ja, aber also ich war positiv überrascht vom deutschen Auftritt gegen Weißrussland. Die Weißrussen haben sie ja wirklich nur hinten reingestellt und es den Deutschen schwer gemacht. Dennoch haben vor allem zwei Tore von Toni Kroos, der jetzt auch nicht der Goalgetter vom Dienst ist, dazu geführt, dass die Deutschen relativ deutlich dieses Spiel gewonnen haben. Hätten sie 3-0 gewonnen, wäre es wahrscheinlich so, naja, von der Presse aufgenommen worden. Jetzt haben sie 4-0 gewonnen und dann war die Überschrift gleich EM-Quali geschafft und wie oder so. Also da ist halt immer ein Tor entscheidet da über tolle Leistung oder nicht. Aber grundsätzlich haben die top gespielt, haben sich viele Chancen erarbeitet und ja, ich denke jetzt zu Hause gegen Nordirland werden sie da jetzt keine Zweifel aufkommen lassen und nichtsdestotrotz, auch wenn die Nordiren sich da natürlich gegen die Holländer stark verkauft haben, glaube ich, dass Deutschland ja, vom Heimvorteil brauchst du jetzt nicht reden, wenn man das so ähnlich dann hat wie in Gladbach, wo die Zuschauer eigentlich dagegen protestieren, dass die Länderspiele so spät am Abend sind und dass man Mitglied im DFB werden muss, glaube ich sogar, damit man Tickets kriegt oder so. Also jedenfalls, deswegen laufen der Mannschaft ja die Fans davon, so am Rande. Aber eine Wette hier zu machen, macht von den Quoten her wenig Sinn. Wir haben gegen Deutschland gewettet, gegen Weißrussland. Hätten die Weißrussland ihren Elfmeter reingemacht, dann hätte es vielleicht geklappt. Aber so ja, hat es mit der EM-Quali geklappt und von daher interessiert mich hier eigentlich auch gar keine Wette mehr. Also du siehst auch nicht Nordirland plus 3 oder so ein interessantes Handicap, weil die 19er-Quote ist natürlich schon heftig. Ja, doch, ehrlich gesagt, wieso plus 3? Einfach nur als Idee. Also ich habe es jetzt. Ich würde gerne die Handicaps auf Nordirland mal sehen, ob da was Interessantes dabei ist. Ja, plus 3 hast du eine 1,35. Wenn du sagst, die nehme ich mit, die tüte ich ein, dann bitteschön. Ansonsten ja, kannst hier nicht viel rauslesen. Ich denke schon, dass die Deutschen das 2-0, 3-0 gewinnen können und vielleicht auch nicht. Also von daher will ich mich hier gar nicht großartig drauf einlassen. Was haben wir noch? Vielleicht Österreich gegen Lettland. Was machen unsere Nachbarn in diesem letzten Gruppenspiel gegen die Letten? Sie sind ja qualifiziert, von daher vielleicht einen hohen Sieg, aber auch hier quotentechnisch nicht allzu interessant und von daher ja,
Was sind eure Tipps für diesen letzten Spieltag? Fallen viele Tore übergreifend, wie wir das am vorherigen Spieltag schon hatten? Oder wird hier zu viel Angst im Spiel sein, zu viel Überlebensmüssen oder Kampf und die Angst hemmt beim Toreschießen? Das wird die Frage sein. Schreibt es in die Kommentare. Und damit ist die EM-Qualifikation auch schon wieder vorbei. Die Gruppenphase. Und wir kommen wieder zur Bundesliga. Bis dahin. Ciao. Oddspedia. The Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an.